So, wieder back in business. Schaltet den Tempobegrenzer ein. Ja, und er hat auch 60. Und dann hieß es, haltet euch entweder ganz rechts oder ganz links. Das denkst du, was ich schon tausendmal versucht habe, ja? Und er schafft es natürlich das erste Mal, ja? Ist natürlich klar. Ja, außer ich. Es ist so zum Kotzen. Ich schaff das einfach nie. Steh's einfach nicht. So, mal gucken. Wenn er es schafft, dann schaffe ich es auch. So, da ist schon wieder der Aussetzer. Ja, und er hat halt gesagt, diese Mission erfordert halt viel Glück. Anscheinend habe ich kein Glück, wie es aussieht. Weißt du, das fuckt mich einfach ab, wenn es bei anderen Leuten funktioniert und du machst das genau nach und dann funktioniert es nie. Das regt mich immer so auf. Boah, bin ich jetzt froh, wenn ich das hab. Weil das ist eigentlich einfach. Ja, einfach immer versuchen, versuchen, versuchen. Aber es ist einfach so zum Kotzen. Weil immer wieder das Versuchen, bla. Na, schauen wir mal. Versuchen wir es halt nochmal. Weißt du, bei dem wird nie so hart geschossen, ja. Außer bei mir. Ist klar, ne? Wieso auch nicht? Würde mir gerne wissen, was das ist. Granaten wahrscheinlich. Unsichtbare Granaten. So. Probieren wir unser Glück nochmal, wenn wir Glück haben. Halt irgendwie geil, dass du nicht schneller fahren darfst. Vielleicht muss man ja erstmal so fahren, dass es weiter links bombardiert wird und dann fährst du rechts rüber, weißt du? Man soll ja nicht aufgeben. Einfach ruhig und chillig bleiben. So, zweimal getroffen, dreimal getroffen, viermal getroffen. Und das war's schon wieder. Weißt, der wird auch so viel getroffen, ja, aber der fährt irgendwie komischerweise weiter. Boah, diese Mission macht mich sowas von fertig. Vor allem erst krass, dass diese Kiste 46.000 Kilometer erst gelaufen ist. Schon wenig eigentlich. Da gab es ja nur diese paar Stellen. 100.000 werden die wahrscheinlich nicht erreichen. Wenn, dann wäre es schon geil. So, probieren wir nochmal. Oh, eine voll mitgekriegt und da eine von links leicht. Und das war's dann schon wieder. Yippie-yay, Schweinebacke. Probieren wir es halt nochmal. Versuchen wir es halt mal links. Weiß zwar nicht, ob das jetzt was bringt oder nicht, aber das werden wir dann schon sehen, ne? So, der läuft ja irgendwie auf der Stelle. Aha. Interessant. Probieren wir es einfach mal links. Dann müssen wir nämlich nicht so leicht abbiegen und so recht. Stehst du? Ich glaube nicht, dass das jetzt auch funktioniert. Will einfach nicht. Will und mag einfach nicht. Nein, nein. Nein, nein. Nöpidi nöp. Ja. Ich glaube, ich mache dann die Aufnahmen erstmal beenden, weil ich versuche es einfach so lange, wie es geht. Irgendwann muss es ja klappen, ne? Also. Wisst ihr ja Bescheid. Tja, vor allem haben wir jetzt diese Mission auch angenommen, dann müssten wir die jetzt auch wieder zu Ende bringen. Ne? Ja. Noch nicht mal
oft Schnee, ja doch. 100 Meter vielleicht. Und schon bist du wieder fertig. Geil. Geil. Ne? So ein Glück möchte ich auch mal haben, ey. Ah, okay, ich bin die Aufnahme mal, ne? Tschö. So, ihr kleinen Schwuchtelpenner. Ich hab's geschafft. Krass, unglaublich, aber wahr. Ich hab's tatsächlich geschafft. Wie ich es jetzt gemacht habe, ich habe mich einfach komplett. So, ich zeige euch das gleich mal. Und zwar mit zwei Reifen habe ich das geschafft. Ich habe es eigentlich schon mal fast wieder geschafft, nur das Problem war, dass ich dann eine Granate oder was auch immer abbekommen habe und dann das Auto doch wieder verreckt ist. Also ich bin jetzt so gefahren. Nicht da drauf, sondern. Alter. Sondern. So. Nur mit den anderen Reifen halt, also mit den linken Reifen. So bin ich jetzt gefahren und so hatte ich jetzt Glück. So würde ich es euch auch raten, das so zu probieren. Das wäre echt ratsam. Also so habe ich es jetzt geschafft. Ja, zum Glück haben wir es endlich geschafft. Deswegen fahren wir jetzt auch ganz geradeaus, würde ich sagen. Und die Karre ist nämlich echt geil, aber die macht Laune. Die ist Bombe, die Karre. Die macht schön viel Schaden. Hier kann eigentlich nichts passieren. Es ist zwar schon mal geschafft, dass das Auto explodiert, ja. Keine Ahnung wie, auch immer. Aber es ist schon mal explodiert. Ja, unglaublich aber wahr. Ist aber so passiert. Frage ich mich auch noch, wie das gehen könnte. So, dann fahren wir jetzt einfach weiter geradeaus. Und dann fahren wir da so rechts rum und dann links abbiegen. Und dann wieder links abbiegen. Haben wir erstmal wieder eine weitere Karre gesaved. Schade, dass du nicht mit der schießen kannst, weil da ja oben diese Teile sind. Das wäre geil gewesen. Vielleicht kann man es auswählen. Ja. Schade, schade. So, wir fahren jetzt hier runter. Wäre jetzt halt doof, weil die Karre auf dem Dach liegt oder so. Das wäre ernst ärgerlich. Deswegen fahren wir jetzt hier ganz gemütlich hier runter. Das sollte eigentlich nichts passieren. Sauber. Nicey. So gefällt mir das. So gefällt mir das. Ist wenigstens geil, dass du jetzt hier Autos freischalten kannst und eine freie Fahrt nutzen kannst, ja. Wenn du jetzt zum Beispiel Scheiße machen willst, wie ich und mein Bruder dann, also ich und der Flo. Wir haben das Auto ja dann meistens genommen und damit halt Scheiße machen. Ups, das habe ich jetzt echt übersehen, also das tut mir echt leid, Kollege. Da kann ich ja mal absolut nichts für. So. Ah, geile Karre. Wenn die jetzt nur noch ein bisschen schneller wäre. Vor allem frage ich mich, wie die das mit der Physik gemacht haben, dass du halt so stark bist, ne? Sehr einfach. Einfach easy peasy wegschieben. So, das Ding stellen wir am besten auf die Wiese, weil das Ding ist wahrscheinlich schwer. Und auf der Wiese tut es gut für die Reifen. Man muss halt aufpassen, man kann auf den anderen Fahrsitz nicht mehr einsteigen. Also muss man halt gucken, dass du immer den Fahrerseite. Wir stellen den beiden Schirm hin am besten. So, so passiert eigentlich. Sollte eigentlich da nichts passieren. Weil dann ist die Seite wenigstens, ne? So. Und da können wir dann sicher einsteigen. Du könntest ja mal probieren, auf der Seite einzusteigen. Aber so, meiner Meinung nach weiß ich ganz genau, dass du diese Seite nicht einsteigen kannst. Also wenn du die zubaust, dann hast du verloren. Deswegen. So. Puh, ey. Mach das mal zu hier. Verbandskasten. Safe. Baseballschläger lassen wir hier und dann würde ich sagen, gehen wir wieder direkt los. Ups, ne? Und nehmen uns das nächste Auto. Achso, Spiel gespeichert wurde es, ja. Ich will mal kurz nachgucken. Freie Fahrt, das da. Und der Bruno, da haben wir ja Silber und Rot. Da gibt es aber auch nochmal Grün. So, White. White Coupé. Rot und Blau. Dann müssen wir den von Salaris Bar doch nochmal da herholen. Und gucken nochmal. Das ist dieses
Bolt. Das ist ja das andere Prototyp, müssen wir gucken. Crazy Horse. Black Metal. Hier. Okay. Dann müssen wir nochmal Spiel laden und zu Hause. Dann müssen wir doch nochmal den Wagen daher holen und dann mal gucken, ob es geht. So, den Baseballschläger lassen wir mal hier. Die nehmen wir mit, da können wir nämlich Hände lernen und speichern nochmal, zack, damit wir es perfekt haben. Vielleicht fährt er jetzt auch vorbei, der Wagen. Ja, da vorne ist er. Toll. Und die Karre wäre natürlich jetzt auch nicht schlecht, ne? So, und dann würde ich sagen, würde ich sagen, fahren wir erstmal zu dem unsichtbaren Typ und versuchen den mal im Auge zu behalten und ihn zu verfolgen. Der läuft nämlich, glaube ich, einen kleinen Tick schneller als wir, deswegen rennt er dir auch ein bisschen davon. Muss ihn also echt gut im Auge haben. Der bleibt dann meistens an Stellen stehen. Ich weiß aber noch ungefähr, wo der hinläuft. Also welche Stehpunkte der bleibt. Ist schon ein kleines, cleveres Kerlchen, das scheiß Teil, der unsichtbare Depp. So, ich weiß gar nicht, was für ein Auto man da bekommt. Ich glaube, da bekommt man so ein blaues Truckteil oder so. Ah, Taxi-Mist. Scheiß. Du bringst uns nach oben, Mama. Oh, da steht ein weißes Auto. Achso, das ist da unser vorne, das Auto. Ja, achso, wir könnten da mal vorbeifahren, ob die Waffen da vielleicht liegen. Eher unwahrscheinlich, kann aber möglich sein. Sagt niemals nie, Leute, ne? Sagt niemals nie. So, dann fahren wir erstmal zu Morillas Gorillas Bar. Denn da steht nämlich der Fuzzi. Der kleine Schwanzlutscher. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, links oder rechts. So. In dem Gang, da steht bestimmt auch noch ein Auto. Abends. Versteckt. Wette ich mit euch. Kann ich mit euch sowas von wetten. Da. So. Dann gucken wir mal. Wir sollen den ja nicht töten. Wir sollen den ja verfolgen. Das ist ja das Witzige. Sonst hätte ich da ein Auto auch wieder davor gestellt. Weißt du, geguckt, wo der spawnt. Und dann hätte ich ein Auto davor gestellt. Das ist da zum Beispiel. Oder eine Mauer gebaut. Verfolge den entkommenen unsichtbaren Mann. Der ist halt schnell, die Sau. Ja, der läuft nämlich einen kleinen Tick schneller als du. Das finde ich gemein. Kleiner Penner. Ob man den als schlagen kann? Oder abschießen kann? Ist unsichtbar. Normalerweise müssten die Kugeln jetzt da durchgehen, ne? Ja, gibt also keinen Sinn. Der rennt sowas von fies. Ja, extremst gut versteckt. Wenn ihr den aus den Augen verloren hättet, ja, den hättet ihr nie wieder gesehen. Nie wieder. Der tarnt sich halt auch da ziemlich gut dann. Das ist schon geil gemacht. Ja, seht ihr, was ich meine? Ist schon clever gemacht, ne? Ja, Junge, ich bin da. Der rennt halt schnell, aber durch den Schuss können wir den ein wenig verlangsamen. Geiler Trick, ne? Jetzt versteckt er sich da in diese scheiß Hütte da. Ach, der kann aber auch irgendwann sterben. So, ich weiß, wo du bist, Kollege. Ich bin da. So. Ist auf jeden Fall ein geiles Feature, ein geiler Gag ist das. Also ernst geil gemacht. So, ich hab den jetzt verloren. Hat er sich gut versteckt, die Sau. Gut, dass es hier keine Bullen gibt. Ja. So könnte man den austricksen. Grafikfehler, ne? Versteckt sich so gut. Bleib mal da, Junge. Schade, dass er nicht blutet. Naja, das sehe ich nicht.
Das ist, wenn du das als Cheat benutzen könntest in der Mission, ey, das wäre ernst geil. Du könntest voll die geilen Leute verarschen. Ja, bleib mal bitte bei mir. Ne? Wäre schön, dass du bei mir bleibst. Polizei! Polizei! Na, ja, der versteckt sich jetzt nämlich. Da. Scheiße. Hä? Junge! Mach dich mal ab! Alter, ey. Meine Fresse. Bleib mal hier! Du haust mich zu sehr ab. Das dachtest du dir, ne? Auf so einer Straße sehe ich dich sehr gut, Junge. Kannst du dir mal gleich vergessen, dass du irgendwie abhaust. Bleib doch mal da. Ich tue dir doch nichts. Auf hellen Untergrundebenen ziemlich schlecht zu sehen. Schön da bleiben, ne? Ja, auf Holzebenen sehe ich dich auch gut. Jetzt fahren wir nämlich, glaube ich, Zug. Dann müssen wir nämlich auch genau aufpassen. Naja, an dem Glänzenden sollte man es ja schon sehen. Ich weiß jetzt, was gleich passiert, Leute. Das ist ein kleiner Penner, ist das nämlich. Der bleibt nämlich so lang stehen, ja, bis die Tür fast zugeht, dann musst du schnell aufsteigen. Das ist ein kleiner Penner, ist das. Der ist ziemlich flink, der scheiß Spasti. Schade, dass ich es nicht im Kopf habe, wo der genau langläuft, weil dann ist es nämlich easy, rennst einfach voraus. Na gut, du musst den halt immer im Auge behalten, also immer neben dem bleiben. Kannst aber schon mal vorausrennen. Also, wenn der sich da versteckt, rennst du hinterher. Weißt du? Jetzt pass auf. Pass auf, was ich euch sag. Der steigt jetzt kurz davor aus. Alter. Alter Mann. Verdeckt mir doch nicht die Sicht. Sag ich ja. Na, kommst dann vorbei. Na, schon ätzend, ne? Haben wir es jetzt? Aufpassen, ne? Bleib mal da. Bleib mal da. Schön da bleiben, gell? Nicht wegrennen, ne? Und irgendwo hinter einer Ecke verstecken. So geil gemacht. Ich finde das so geil. Schön da bleiben, gell? Wenn er sich jetzt weggeglitscht hätte, ja, wäre ich extrem sauer geworden. Schön da bleiben. Ach, guck mal an, was für ein Auto wir bekommen. Bleib mal da. Glückwunsch. Nice. Okay, ich habe jetzt nicht mehr in Erinnerung gehabt, was für ein Auto wir bekommen. Aber jetzt bekommen wir das Originalauto. Ist das geil. So.
Wir fahren, wir fahren. Wie fahren wir denn? Wir müssen eigentlich auf die Brücke. Ja, komm, dann fahren wir hier runter. Dann machen wir es so. So. Dann machen wir es halt so. Wir fahren jetzt hier komplett runter. Ja.